Eigentlich wollte ich ja besser singen als die Fußballnationalmannschaft, doch der Wettskandal hat mir die Sprache verschlagen. Das ist genauso grausam, wie auf dem SPD-Parteitag gesungen wurde, Never Walk Alone, die Paralympics des deutschen Chorgesangs. Und ich befürchte, wenn Steinmeier die graue Perücke absetzt, kommt Schröder raus mit der Forderung, Armut muss sich wieder lohnen. Wäre undenkbar für Steinbrück, den Messias für Ahnungslose. Gibt Auskunft über die Einkünfte. Er kennt sich nicht nur aus in der Legislative und Exekutive, sondern auch in der Lukrative. Gier kommt ja von Regierung. Und das begründet auch, warum es bei der SPD keine Urwahl gibt, weil Steinbrück sich für Rolex entscheiden würde. Dennoch wurde er zum Kanzlerkandidaten gewählt. Toll, wenn eine Partei in diesen schweren Zeiten nicht ihren Humor verliert. Da lobe ich den Altmaier, dem fleischgewordenen Überhangmandat. Der ist super, wie beim Tanken, teuer und nicht normal. Das teure Benzin wurde ja mittlerweile zur flüssigen Wegfahrsperre. Überlegen Sie mal, wenn einer aus Hamburg in München eine Bank überfallen würde, der braucht ja die Hälfte vom Geld für die Rückfahrt. Altmaier steht unter Strom und fragt sich, wird weniger Strom verbraucht, steigen die Preise. Wird mehr Strom verbraucht, steigen die Preise. Irgendwo hat er das Gefühl, Strom wird von Stromer gemanagt. Und die Verbraucher haben ja weniger Angst vom Taliban als vom Stromableser. Ich stehe in diesem Hohen Haus im Jahre 8 unter Merkel. Merkel, die beste Kanzlerin, die wir je hatten. Sie lebt mit neuer Maxime, beginne den Tag mit einem Lächeln, dann hast du es hinter dir. Da lächelt sogar der Papst. Früher hat er unserem Bischof Lehmann immer ein Fax geschickt, ein Pontifax. Und heute twittert er Folgendes, der Vatikan ist pleite. Ich habe schon vor 100.000 Gläubigern gesprochen. Doch der Mainzer Kardinal fährt das größte Auto aller Bischöfe. Und mit so einem Eselchen habe ich es mal angefangen. So sieht's auch Kretschmann, der vegetarische Metzger. Dessen Wahlspruch, wenn mir Schwabe gäbe, gäbe mir richtig, aber mir gäbe nichts. Auch nicht für die 6 Milliarden Euro bei Stuttgart 21, die zahlen wir alle. Und wie das geht, kennen wir vom Nürburgring. Die lässig grinsenden Wände, Hälse Köbler und Lempgestöhnten. Was man alles macht, bis man die Macht hat. Und wenn man die Macht hat, macht es nichts, wenn man nichts macht. Erst wollten sie ja Kurt Beck verklagen.
Doch dann waren sie scharf auf die Freikarte für die Achterbahn. Auf dem Ring und jetzt fährt das Scheißding nicht. Obwohl der PR-Clown Boris Becker für zweimal kommen 400.000 Euro erhalten hat. Und dann ist diese Gestörte zwei Tage durch die Eifel geirrt, hat der Eiffelturm gesucht. Kurt Beck übernimmt die Gesamtverantwortung, opfert sich, tritt zurück. Bei vollem Gehalt, das nenne ich tapfer. Julia Klöckner meint, Becks Politik war ja auch zeitweise so, als würde die Witwe am Grab den Strauß nach hinten werfen. Und das erinnert mich stark an Berlin. Auf der Suche nach den Schuldigen für die Verzögerung beim Bau des Flughafens, statt 4 Milliarden vorübergehend 6, statt Willy Brandt heißt der Willy Brandt Schutz. Aber klingt das nicht irgendwie bekannt in Berlin? Niemals hatten wir die Absicht, einen funktionellen Flughafen zu bauen. Bei den sogenannten Experten Bobreit und Platzek fragt man sich immer, müsse die von allem nichts verstehen? Bei deren IQ, der nicht neidisch macht. Sollten Sie mal wieder in die Gedächtniskirche gehen? Da würden Sie den Unterschied feststellen zwischen das Brandenburger Tor und der Brandenburger Tor. Das sollten vielleicht auch mal unsere Bundespräsidenten machen. Köhler hat nichts getan, ist weggelaufen. Wulff beteuerte, der Islam gehört zu Deutschland wie Radfahrer und Kleingärtner. Und der Gutmensch Gauck mit dem Blick eines Bibliothekars bei Überschreitung der Ausleihzeit. Behauptet er, die Polen sind fleißiger als die Deutschen? Naja, Pfarrer Gauke muss es ja wissen, er ist ja bereits in der DDR bis eine seiner Grenzen gegangen. Sogar bis Erfurt, mein lieber Knecht. Die Grenzen noch nicht überschritten haben die 200 Panzer für Saudi-Arabien. Die Grünen boykottieren, weil die Panzer keinen Rußpartikel-Feinstaubfilter haben. Verteidigungsminister de Maizière begründete, ich bin kein Kriegsminister, sondern ein Friedensminister. Naja, der Rösler behauptet ja auch, er sei Wirtschaftsminister. Rösler hat sich vorgenommen, er kommt zu nichts. Ihr werdet sehen, der packt's. Da ist Dirk Niebel, der fliegende Teppichhändler. Der ist cleverer. Den Teppich in seiner Militärmaschine deklarierte er als Luftbrücke. Da ist sogar der österreichische Baumgartner aus allen Wolken gefallen. Weil Red Bull die Flügel nicht zeitig lieferte, fand er einen anderen Sponsor, Bild mit dem Springer Verlag. Und der US-General Petraeus wurde wegen seiner geliebten Paula abgesägt. Er habe sich, behauptet er, verschossen. Obwohl ein guter General muss auch die Wünsche seines Stabs berücksichtigen. Viele Deutsche waren in der US-Wahlnacht von Obama so fasziniert,
Sie kapierten erst um 5 Uhr morgens, dass Sie gar nicht mitwählen durften. Aber Obama, das ist wieder typisch für den Rassismus der Amerikaner. Wenn es einen Scheiß-Shop gibt, muss es ein farbiger machen. Auch Berlusconi will zurück. Auch Berlusconi will zurück. Warum sagt ihm niemand, dass ein spitzer Politiker noch lange kein Spitzenpolitiker ist? Der Mann ist doch krank, wie unsere Gesundheit. Das Wort Hausarzt stammt aus der Zeit, wo der Arzt noch ein Haus hatte. Heute sparen die Ärzte, lassen Patienten mit Fieber im Wartezimmer sitzen, um die Heizkosten zu sparen. Aber Sie wissen ja, wenn Sie einen Urologen sehen, laufen lassen. Ich unterstütze meinen Arzt. Lasse mir was verschreiben, denn der Arzt will ja leben. Mit dem Rezept hole ich die Medikamente in der Apotheke, denn die will ja auch leben. Und zu Hause schmeiße ich den ganzen Mist fort, ich will ja auch leben. De mensana in corpore sano, wie Reich Schranitzky sagt. Wichtig ist neben der körperlichen Potenz auch die geistige. Denn was nützt die schönste Frau, wenn man nicht mehr weiß, wo sie wohnt? Es gibt ja in der Apothekenumschau mehr Anzeigen für Treppenlifte als für Kinderwagen. Einige im Gesundheitswesen fordern daher ein Windeldiplom für Altenheime, den Schnabeltassen-Bachelor. Und da lernt man, unsere Alten sollten 2 Liter am Tag trinken, den Rest mit Wasser auffüllen. Es ist traurig, aber wahr. Für insolvente Länder stellen wir Milliarden zur Verfügung und für unsere Alten, die unser Land nach dem Krieg wieder aufgebaut haben, bleibt nichts übrig. Schande ist das. Armes Deutschland, aber mich wundert es, dass viele Menschen vom Ausland zu uns kommen, um an unserer Armut teilzuhaben. Womöglich wegen dem Betreuungsgeld für deren Kinder. Und das Ergebnis, ihr habt mir gar nichts zu sagen, ich bin ein Wunschkind. Naja, man kann ja auch nicht bei jedem Beischlaf beten, dass es ein Messdiener wird. Und in der Lukas-Podolski-Schule in Wiesbaden fallen sie oft dann 2-mal durchs Abitur. Kein Wunder, stöhnen sie die gleiche Schule, gleiche Lehrer, gleiche Fragen. Wen wundert's, wenn vereinzelt das Hessen-Abitur in Rheinland-Pfalz schon als Behindertenausweis anerkannt wird? In der 5. Klasse Photosynthese und Genetik, können aber eine Fichte nicht von einer Tanne unterscheiden. Bäume lernen sie erst kennen, wenn sie dagegen gefahren sind. Und das nennen sie dann Frontalunterricht. Und später behaupten sie, wenn's Geld nur bis zum 15. reicht, warum soll ich dann bis zum 30. arbeiten? Und das bei guter Verfassung. Wer schützt eigentlich die Verfassung vor dem Verfassungsschutz, Herr Minister Friedrich?
Es wird behauptet, Beamte von NSU hätten 3 Tage lang Akten geschreddert. Dass Beamte 3 Tage am Stück arbeiten, wer glaubt dann sowas? Das ist genauso pervers wie das Gericht, das dem Kindesmörder Gefgen 3.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen hat. Ehrlich, ich würde auch noch mal 3.000 dazu zahlen, wenn ich ihm mal eine richtig so. Ursula von der Leyen, die Ausnahme von der Regel, behauptet, schuld an allem sei das Fernsehen. Gottschalk, der werbende Wasserträger von Dieter Bohlen, war bei dem so willkommen wie Florian Silbereisen bei den Hells Angels. Und dann der Skandal, die Kastelruder-Spatzen singen nicht live. Daraufhin haben die Fans die Schallplatten auf die Straße geschmissen und sind mit ihren Rollatoren drüber gefahren. So wird Volksmusik zum Punk der Alten in der mittleren Beamtenlaufbahn. ARD und ZDF, mit den Dritten sieht man besser. Und so sieht's auch Seehofer. Er holt Gutenberg wieder zurück als Plagiatsminister. Ist ja auch ein starkes Stück. Gutenberg, Doktorarbeit, falsch. Koch-Marin, falsch. Frau Schawan, falsch. Wenn sich jetzt noch herausstellen sollte, dass der Beckenbauer gar kein Kaiser ist... Was sicher ist, im Herbst sind Bundestagswahlen. Gehen Sie wählen mit den Gedanken, jedes Volk hat die Politiker, die es verdient. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht beleidigen. Deutschland, Deutschland, über alles. Über alles wächst mal Gras. Ist das Gras so ein Stück gewachsen, frisst sein Schaf und sagt, das war's.